Zum mittlerweile 52. Mal präsentiert der Modelleisenbahnclub Jena 49 seine Schmuckstücke aus der Welt des Modellbaus. Seit Jahrzehnten stellt der gemeinnützige Verein vor allem in Jena, aber auch bis nach Berlin oder Dortmund aus. Seit 1949 gibt es den Modelleisenbahnclub, der gegenwärtig 39 Mitglieder im Alter von 14 bis 80 Jahren zählt. Ab Samstag können nun Jenaer Besucher die Ausstellung in der integrierten Gesamtschule Grete Unrein bestaunen. Heute wurde noch aufgebaut und gebastelt, ab morgen rollen dann alle Züge. Zu unserer 52. Ausstellung haben wir die große Gemeinschaftsanlage Grauenstein, die Anlage Gurms, eine Jugendanlage, vier Heimanlagen und auf der Bühne die beliebte Gartenbahn aufgebaut. Die Anlage Gurms ist nach Schweizer Vorbild errichtet. Gurms ist eine Landschaft in der Schweiz und da haben wir einen kleinen Bahnhof nachgestaltet. Schon in den vergangenen Jahren präsentierte der Modelleisenbahnclub Jena einzelne Ausbaustufen der Anlage Gurms. Dieses Jahr ist sie fast fertig. Dass das Hobby nicht nur kosten-, sondern auch zeitintensiv ist, zeigt die größte Anlage Grauenstein, deren Aufbau allein schon 8 Stunden benötigt. Die Anlage Grauenstein haben wir vor 18 Jahren angefangen. Das heißt also, kurz nach der sogenannten Wende haben wir angefangen mit dem Aufbau der Anlage und haben sie vervollständigt, aber richtig fertig wird die Anlage nie. Im Moment wollen wir anfangen mit der Oberleitungsanlage. Im Vergleich zu der originalgetreuen Nachbildung Gurms handelt es sich bei Grauenstein um eine fiktive Anlage. Wenn man jedoch genauer hinschaut, erkennt man einige Gebäude aus der Region, wie den Roten Turm Jenas. Bis zum 31. Oktober können Sie die Modelleisenbahnausstellung besuchen. Die Türen der Grete-Unrein-Schule sind wochentags von 14 bis 18.30 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder zahlen 2, Erwachsene 4 Euro.